Das Salarkataster ist einer von verschiedenen Datensätzen in GeoView, einem Geoinformationssystem vom Kanton Basel-Land. Ein grosser Teil der Datensätze ist öffentlich und kann ohne Anmeldung gratis gestartet werden, was auch für den Salarkataster zutrifft. Am Beispiel der Gebäude der Gemeindeverwaltung von Brattelen zeigen wir jetzt den Einsatz von GeoView und im Speziellen vom Salarkataster Basel-Land. Der grösste Teil vom Bildschirm wird durchs Kartenfenster eingenommen. Und zwar handelt es sich um einen Ausschnitt aus der Grundkarte vom Kanton Basel-Land. In dem Fall ist der Ausschnitt farbig. Man kann das aber auch schwarz-weiß darstellen. Wir gehen aber zurück zur farbigen Kartendarstellung. Am linken oberen Rand der Karte hat es einen Schieber und dort kann die Grösse der Karte verstellt werden. Man kann aber auch einen exakten Maßstab am linken unteren Kartenrand einstellen, beispielsweise 1 zu 75'000 oder 1 zu 20'000. Wenn man will, den Ausschnitt verschieben will, dann kann man das machen mit der abgedruckten linken Taste der Maus. Und ebenfalls den Kartenausschnitt kann man verschieben mit der kleinen Karte am rechten unteren Ecke von der Grundkarte, indem man dort das punktierte rote Rechteck verschieben. Wir könnten die jetzt durch die entsprechende Wahl vom Maßstab und vom Kartenausschnitt direkt zu den Gebäuden der Gemeindeverwaltung Brattelen gehen. Wir machen das aber auch jetzt ein bisschen anders. Wir kennen die Adresse der Gemeindeverwaltung Brattelen, nämlich Schlossstrasse 34. Und wir testen die jetzt Volltextsuche am oberen Rand der Karte. Wir gehen dort rein, Bratteln. Schlossstrasse 34. Wir klicken das entsprechende Feld an und tatsächlich, wir haben eine Punktlandung in der Gemeindeverwaltung gemacht. Allerdings ist der Ausschnitt hier ein bisschen klein, wir wollen den grösser haben und wir gehen darum hier von 1 zu 200 auf 1 zu 1000. Hier sehen wir jetzt das Grundstück, wo die Gemeindeverwaltung lokalisiert ist. Und zwar hier am oberen Rand, nördlich, der Bürotrakt. Und auf der östlichen Seite das ursprüngliche Gemeindegebäude in einem rechten Winkel angehängt. Was hier nicht zu sehen ist, das sind die Bürocontainer, die erst kürzlich aufgestellt worden sind im südlichen Teil vom Areal. Wir wollen die jetzt das ein bisschen genauer sehen und tun darum den Planausschnitt überlagern mit einer Flugaufnahme. Und zwar machen wir das hier oben bei dieser Liste, wo es heisst Orthofoto. Drücken dort drauf und wir sehen jetzt die Bäume, die auf dem Areal stehen, die kommen sehr schön, kommen die führen. Wir sehen hier wieder den Bürotrakt und auf der rechten Seite das ursprüngliche Verwaltungsgebäude. Jetzt möchten wir aber die Eignung von diesen Dächer für Solarenergie feststellen. Wir gehen zu den Themen oder zu den Datensätzen von verschiedenen Themen. Da sehen wir, da ist eine grössere Zahl von Datensätzen vorhanden. Wir sind interessiert am Solarkataster, klicken da mal drauf. Da kommt ein Feld vor, wo wir löschen, weil wir das im Moment nicht brauchen, und klicken Photovoltaik an. Und da sind jetzt alle Dächer auf dem Kartenausschnitt eingefärbt. Rot, braun und gelb. Wir wollen die Bedeutung von diesen Farben wissen. Wir gehen zur Legende, klicken dort an. Und dann sehen wir, rot für Photovoltaik heisst sehr gut. Braun heisst gut und gelb heisst geeignet.
Wir machen jetzt noch das Gleiche für thermische Elemente. Klicken dort an. Und wir sehen, das Bild ist etwa ähnlich. Sehr gut geeignet ist der Bürotrakt. Etwas weniger gut ist das ursprüngliche Verwaltungsgebäude. Wir möchten jetzt natürlich wissen, woher der Unterschied kommt bei diesen verschiedenen Dächern. Wir müssen aber da, wenn wir das abklären wollen, müssen wir die Perspektiven ein bisschen ändern. Und da gehen wir zu einem Tool von Google Earth, wo wir anklicken. Das wird jetzt auf der rechten Seite vom Bildschirm wird das aufbauen. Und wir sehen jetzt hier eine schöne dreidimensionale Darstellung. Im Vordergrund haben wir die beiden Gebäude von der Gemeindeverwaltung und im Hintergrund die weiteren umgebenden Gebäude. Auf der linken Seite sehen wir ein Auge, das ist der Standort vom Beobachter, und ein Kreis, das ist Blickrichtung. Wenn wir jetzt hier auf der rechten Seite das Bild anschauen, dann ist das nicht sehr günstig. Wir wollen das ein bisschen besser machen und tun darum den Blickwinkel ein bisschen verändern. Wir sehen jetzt sehr schön das ursprüngliche Verwaltungsgebäude, das hat ein Satteldach, und das Bürogebäude mit einem Flachdach steht daneben. Das sind jetzt die Gebäude von der Gemeindeverwaltung von Brattelen gewesen. Mit einem ähnlichen Verfahren können alle Dächer der Gebäude im Kanton Basel-Land in einem ersten Schritt auf ihre Eignung für Solaranlagen geprüft werden. GeoView ist für diesen Zweck ein äußerst nützliches, unkompliziertes Instrument, das vom Amt für Geoinformation der Bevölkerung und den Fachleuten zur Verfügung gestellt wird.